So, da bin ich wieder, euer Bioschmied mit LS19 und der Flussteil XXL, dem Class DLC. Ja, ich habe da mal was vorbereitet. Wir haben uns ja im letzten Video den Scorpion King hier geholt. Und den Dings. Ich habe jetzt noch ein bisschen das Sortiment noch ein bisschen erweitert. Ich habe noch einen LKW gekauft und einen Tieflader. Damit werden wir den halt ein bisschen schneller zum Waldgebiet, da wo wir ihn brauchen, dann transportieren können. So, also mal gucken, wie weit wir den raufkriegen. Ich hoffe bis Anschlag, das ist schon mal perfekt, ja. Ich hoffe, der passt so über die Brücke. Deswegen, wir werden das mal eben so ausprobieren. Dass, wenn ich den jetzt, den Goldhofer jetzt da runterfahre, dass er dann da mit seinem Arm halt über dem Anhänger hier bleibt. Was ist da los? Seht ihr das? Was ist das denn für ein Bug? Also das ist ja wohl mal ein Mega-Bug. So hatte ich mir das eigentlich gedacht. Aber wie gesagt, er darf halt nicht zu hoch sein, dass er noch über die Brücke kommt dann damit. Ich hoffe, dass die Brücke einfach den möchte ich auch nicht zu lang haben. So, das müsste eigentlich hinhauen. Ja, gut. Dann lassen wir das so. Dann gucken wir mal, wie das hinhaut. Kann man hier die Ladung sichern? Ich weiß es gar nicht. Oder geht das nur so? Ne, müsste jetzt eigentlich mit drauf haben. Dann hauen wir jetzt den Follow Me Mod an. Da gab es auch ein kleines Update. Müssen wir mal gucken, ob die Kollision jetzt auf den hinterherfahrenden funktioniert. So, dann können wir nämlich jetzt genau das Gespann hier so ein bisschen fahren lassen. Müssen wir das dann gerade noch mal ein bisschen korrigieren. Bei jedem Fahrzeug ist das immer ein bisschen merkwürdig. Entschuldigung. Ups. Ich habe jetzt wieder nicht auf die Uhr geguckt. Okay. Mit den Laternen passt das. Ich habe das jetzt farblich alles so ein bisschen abgestimmt. Das ist das John Deere Gelb. Das ist bei der Ponzer auch so. Ja. Aber die Brücke scheint hoch genug zu sein. Dann ist ja alles gut. Ja, die Brücke ist hoch genug. Ich hatte es nämlich schon mal gehabt, dass ich auf der Agrarhalbinsel, die ja auch unter meiner Playlist läuft, dass ich mir die ist jetzt ein bisschen versetzt, ne? Guck, die rutscht runter. So seitlich. Müssen wir gleich nochmal korrigieren. Oder wir kommen rechtzeitig an. Der hängt auch ein bisschen zur Seite, der Anhänger. Da müssen wir das gleich mal korrigieren jetzt. Ja, genau. So. Einfach, dass wir da ein bisschen mehr Spielraum haben zum Rangieren.
Okay, bei den Anhängern von den, also die Schneidwerksanhänger, kann ich mir das tatsächlich ein bisschen vorstellen. Ne? Wenn der jetzt Gefälle ist oder so, dass die dann auch mal runterrutschen. Aber hier. Klar, wenn ich jetzt zu schnell um die Kurve fahre, ist verständlich, klar. Aber das muss ja wohl irgendwie nicht sein, dass hier immer sich irgendwie was bewegt. So, ja, wir fahren gleich weiter, alles gut. Keine Rücksicht genommen, ne? Wir sind ja dann auch gleich da. Schauen wir mal, wie der sich jetzt verhält hier auf dem Hänger. Ich habe mir jetzt ungefähr gemerkt, wie der drauf steht. Und wir sind ja dann auch gleich da. Ewig nicht mehr mitgearbeitet. Ich glaube, das letzte Mal war es im LS17. Also mit der Ponze, also mit dem Scorpion King. Ja, der Lexion, die Gerste ist leider immer noch nicht abgeerntet. Ich habe jetzt ein bisschen Pause gemacht, so 2 Stunden ungefähr, und nehme jetzt noch das nächste Video auf. Wir sind schon dran vorbeigefahren, also naja, gut. Werden wir mal gucken, dass wir hier uns ein bisschen einrichten. Er rutscht jetzt nach rechts runter, ne? Klar, verständlich, anhand der Kurve, die ich gerade gefahren bin, ist das so. Nee, das war falsch. So, jetzt ist richtig. Dann kann ich nämlich jetzt auch runterfahren damit. Muss jetzt erstmal hier mit dem genau, die Dings kappen. Fahr dann gleich schon mal mitten in den Wald rein, am besten in die Nähe einer Birke, weil die können wir ja sowieso nicht abladen. Und dann fangen wir an, mit dem Scorpion King hier ein bisschen zu agieren. Hä? Was sagt ihr dazu? Was haltet ihr davon? Können wir gleich hier schon den Baum wegmachen. Der ist nämlich jetzt schon im Weg. So. Und dann können wir den gleich so hinlegen, dass er dann auch nur noch an einer Stelle abladen braucht. Ich habe jetzt noch gar nicht geguckt, wie die. Genau. Z, dann machen wir mal 8 Meter. Ich glaube, mehr geht auch nicht. Und dann machen wir, wie geht das hier? Sägen, X. Gut. Haben wir da ein schönes 8-Meter-Stück. Dann nehmen wir gleich den nächsten, der hier vorne ist. Macht er dann automatisch auf wieder? Ja, ne? Das brauche ich nicht.
Ach, das war's schon. Naja, dann ist das ja sehr schön, würde ich sagen. Dann schauen wir doch mal, wo die nächsten Bäume sind hier, die wir uns dann krallen können. Da wäre zum Beispiel einer. Oder hier auch der wäre auch nicht so verkehrt. Ups, falsche Taste. Da müssen wir noch ein bisschen näher ran. Wir können natürlich auch näher ran fahren. Ist der jetzt zu dick oder was? Ich glaube nicht, ne? Ich wollte eigentlich rückwärts fahren, Leute. Dann müssen wir das leider so machen. Perfekt. Die Stumpenfräse muss ich dann noch mal besorgen. Jetzt machen wir hier mal den ganz großen weg. Das Geile ist halt, dass er dann gleich auch mit entastet. Muss mal gucken, dass ich dann den auch so hinkriege, dass er möglichst dann auch auf dem Haufen oder in der Nähe des Haufens hier liegt. So, genau. Das sieht doch ganz gut aus. Fast alles auf einem Haufen. Sieht vorne aus wie so ein Tauchroboter, finde ich. So ein bisschen das Schneidwerk oder die Kettensäge. Ja, genau. Schönes Ding, schönes Ding. So, ein bisschen näher ranziehen, dann kippt er nicht gleich um. Das hat jetzt nicht viel mit dem Glas DSC zu tun, aber man muss ja auch mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Finde ich jetzt auch nicht so verkehrt. Ich hoffe, das gefällt euch auch. Habe ich, wie gesagt, lange nicht gemacht. Wollte ich einfach mal wieder machen, da jetzt gerade noch ein bisschen Geld über war. Ja,
konnte man das mal ein bisschen ausprobieren hier. Ja, aber nichtsdestotrotz werden wir uns auch wieder dann auch den Glasfahrzeugen widmen. Einfach nur hier mal ein kleiner Ausflug in die Forstwirtschaft. Kann sein, dass mittlerweile die Birken auch mit in diese Schneidgeschichten mit aufgenommen worden sind. Muss ich nochmal ausprobieren. Wäre natürlich schön, weil die halt so beschissen zu entasten sind auch. Ja, und dann werde ich mich hier jetzt mal ein bisschen drum kümmern, dass ich hier X. Ah ja, genau, okay. Dass ich hier die Sachen mal aufgeladen kriege und ihr macht derweil ein bisschen oder guckt euch andere Videos an, wie ihr möchtet. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen da. Abo nicht vergessen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, tschüss. Euer Bioschmied.